Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zurück zum Motorsport Manager. Es geht weiter. Wir sind in Brasilien heute unterwegs und da geht es zum einen mit einem voll ausgerüsteten, perfekten Paket auf Rick de Graaf zugeschnitten ins Wochenende, denn der Pilot hat in seiner Debütsaison bei uns die Chance mit nur 3 Siegen tatsächlich, wobei auch Sharp hat nur 3 Siege, fällt mir gerade auf. Vettel hat dabei 6. Mit nur 3 Siegen den WM-Titel zu holen. Vorausgesetzt, er gewinnt noch ein bisschen was. So, was machen wir an diesem Wochenende? Zum einen, habe ich ja schon gesagt, die Leistung ist auf Rick de Graaf zugeschnitten, die Teile mit Leistung. Und wir werden versuchen, heute unser Bestes dann zu geben. Und schauen mal, ob wir außer der KWM, die wir fast schon sicher haben, auch die Fahrerweltmeisterschaft gewinnen können. Vettel müssen wir gar nicht unbedingt besiegen. Allerdings wäre es ganz schön, hier nochmal Sharp zu bezwingen und da, ja, vielleicht den 2. Platz jetzt zu holen und Sharp holt den 3. Und dann wird wahrscheinlich Vettel wieder irgendwie disqualifiziert, weil Bahnhof. Ansonsten das Voting, was immer wieder auch läuft, ist im Moment stark pro, also was heißt denn stark, es ist immer noch recht eng beieinander alles. Es geht in Richtung Mod-Saison. Da wurde ich auch gefragt, ob man nicht die Mod-Saison quasi über die aktuelle spielen könnte, sodass man quasi weiterzockt mit Windsor Racing, aber dann mit den realen Namen. Finde ich ganz interessant und da würde ich gerne mal fragen, haben da gewisse Leute eventuell Erfahrungen damit? Ja, habt ihr das mal versucht? Ich weiß von einigen von euch, die mir auch schon sehr viele Tipps gegeben haben, auch die, die es nicht gespielt haben, haben einige Vermutungen angestellt, die sich als wahr bewahrheitet haben. Ich weiß von euch, dass viele es auch zocken. Und ja, würde mich auf jeden Fall da auch interessieren und danke auch für die Anregung, dass das eventuell auch gehen könnte. Wobei, ich würde ansonsten ein anderes Team nehmen. Ich weiß jetzt nicht, welches Team ich genau nehmen sollte, aber ich denke mal, so ein... Vielleicht ein Team, was kurz vorm Ruin steht oder so. Gut, Manor hat leider Insolvenz angemeldet, aber vielleicht würde ich mal Sauber nehmen, weil Sauber ist auch so ein Team. Das wurde sich auch in der Formel 1 immer wieder gewünscht und ja, ich fände es halt cool, wenn wir da auch mal ein, zwei Teams hätten. Deswegen habe ich auch Williams genommen, die wir dann in der Formel 1 nicht so oft uns vorgenommen haben. Gut, Getriebe zu kurz bei Liponen, merke ich mir. Dann würde ich sagen, beide pushen mal für die Runde. Ja, wobei, vielleicht möchte ich noch nicht alles zeigen. Okay, hier ist das Getriebe perfekt. Oder zumindest sehr gut. Er ist auf jeden Fall recht zufrieden damit. Dann schauen wir mal, wie der Rest aussieht. So, kurz geräuspert. Und wir fahren 1,26 und 27. Und da fährt direkt jemand schneller. Und das ist Sebastian Vettel auf Ultrasoft. Am interessantesten wird allerdings Sharp sein und die fährt auf Soft-Reifen doch eine recht ordentliche Zeit. Fantastisches Fahrverhalten, sehr gut. Na, also es scheint auf jeden Fall zu stimmen, grundlegend. Ja, okay, gut, also das Fahrverhalten. Beim Rest schauen wir jetzt nochmal. Okay, mein Lieber, du möchtest wesentlich weniger Abtrieb haben. Gut, kann ich dir auf jeden Fall verschaffen. Er kommt an die Grenze, das heißt vielleicht nochmal ein, zwei Klicks. Na, da muss man das ein bisschen balancen mit dem Fahrverhalten, das ändert sich ja auch. So, ich probiere noch ein bisschen mehr Untersteuern reinzukriegen. Dann würde ich aber sagen, 4 Runden kann man hier durchaus nochmal drehen. Und hier haben wir, okay, gut, gut. Ist auch, ja, akzeptabel. Hier tatsächlich brauchen wir definitiv mehr Abtrieb. Das ist ein bisschen verwunderlich tatsächlich. Dann probiere ich es mal beim Fahrverhalten. Mit ein bisschen mehr Untersteuern und ein bisschen mehr Höchstgeschwindigkeit. Untersteuern scheint sehr, sehr beliebt zu sein bei den Fahrern im Spiel. Muss ehrlich sagen, ich finde Untersteuern schrecklich. Ich bin jemand, der... Ja gut, Übersteuern ist jetzt auch nicht so geil, aber... Man muss das auch ein bisschen differenzieren, weil es gibt Über- bzw. Untersteuern beim Anbremsen, beim Einlenken und beim Rausbeschleunigen. Beim Rausbeschleunigen finde ich Übersteuern nicht geil. In der Kurve finde ich es ganz cool, weil du dann einen engeren Winkel fahren kannst quasi. Eine engere Linie.
Beim Kurveneingang finde ich Untersteuern und Übersteuern beides schlecht. Da mag ich es wirklich ein. Also beim Anbremsen direktes Auto, ja, das soll einfach straight normal bremsen, ja. Okay, der Abtrieb ist hier schlechter geworden, also scheinbar möchte auch er weniger. Gut, das werden wir gleich nochmal checken. Auf jeden Fall beim Anbremsen soll es stabil sein. Beim Einlenken ein bisschen übersteuern und dann hast du auch in der Kurve ein bisschen übersteuern hoffentlich. Beim Rausbeschleunigen am liebsten wieder gar nichts, ein komplett stabiles Auto. Okay, ich sehe, dass wir die Ultrasofts bald auf Stufe 3 haben. Den Qualifying-Trim auf Stufe 2. Danach würde ich gerne mal aufhören damit. Ich hasse es immer, wenn man dieses... Wenn man ich sagt und dann irgendwann verfällst du... Das ist vor allem bei Let's Plays so, ja? Du konzentrierst dich auf die eine Sache und die andere Sache sagst du irgendwie... sagst du irgendwie falsch oder betonst es falsch oder wie auch immer. Und das ist total schlimm, wenn du dich so auf Sachen konzentrierst, dann machst du Fehler, die du nie machen würdest. Auch Präpositionen und so ein Mist. Aber das sind so Sachen... Ui, sehr schlecht. Die Abtriebseinstellung gefällt ihm scheinbar gar nicht. Naja, das fand er okay, also... Naja. Gut, also bei der Geschwindigkeitsbalance bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wo es hingehen soll. Beim Fahrverhalten leider auch nicht. Das ist wieder das altbekannte Problem beim Fahrverhalten. So, wir nehmen mal richtig viel Flügel dazu. Das Fahrverhalten geht jetzt mal in die andere Richtung, das passt so. Na, wobei, wenn ich die Geschwindigkeitsbalance anpasse, dann schon nicht mehr. Wobei, ich teste es mal... So in etwa aus. Vielleicht habe ich auch einen zu großen Schritt gewagt, weil von okay zu gut bei so einem Unterschied, das muss schon was anderes heißen. So, 4 Runden Renntrim. Ich schicke ihn nur auf 4 Runden raus, weil ich möchte dann definitiv nochmal schauen, was, was Sache ist mit den verschiedenen Einstellungen. Modi ist schon bei 94%, das ist ordentlich. Auch hier... Riesenschritt gemacht, aber es ist nur gut. Und das Untersteuern gefällt ihm ganz gut. Ja, gerne, also... Kann ich auch noch weiteres organisieren. So, mein Lieber, was möchtest du denn machen? Du könntest eigentlich 8 Runden schön im Renntrim fahren. Ich hoffe, ich habe auch Lipon auf Supersofts rausgeschickt. Jawohl. Und damit können wir die Supersofts ausreizen. Und schauen mal, wie hier die Entwicklung der Reifentemperatur ist. Okay, der erste Schritt in die richtige Richtung. Der erste Schritt in die falsche Richtung. Gut, also hier werden wir auch definitiv... Okay, zu viel Abtrieb, das hier habe ich nicht lesen können, weil das war jetzt ein etwas längerer Text auch tatsächlich. Ist man von denen gar nicht gewohnt, dass die auch so lange quasi dann einen zutexten können. So, Modi kann ich komplett mal durchpushen lassen. Hier muss ich immer noch so ein bisschen auf den Benzinverbrauch achten. Sharp im Moment nur auf P6, fährt die Bestzeit aber auch auf Softs, glaube ich. Oder sie ist... Sie scheint gerade in der Einführungsrunde zu sein.
Renntrim auf Stufe 3. Und die Supersofts sind auch auf Stufe 2 immerhin. Und damit hätten wir wahrscheinlich schon mal ziemlich, ziemlich große Schritte gemacht, wenn jetzt das Setup passt. Ja, also immerhin zweimal ausgezeichnet und einmal gut. Und das ist der Bereich, bei dem ich mir nicht ganz so sicher war, okay, in welche Richtung soll es gehen. Jetzt wird hier sogar was vorgegeben. Also ich brauche definitiv deutlich mehr Untersteuern. Die Frage ist nur, wie viel. Das war scheinbar nicht genug. Dann machen wir mal noch ein bisschen leicht weg vom F. So, und dann korrigieren wir das mit Sturz und Reifendruck. Scheint hier zu funktionieren. Es könnte klappen. Gut, mein Lieber, du gehst dann... Ach, 4 Runden auf dem Renntrim, weil es nur noch 16 Sekunden dauert, dann der Stopp. Ja gut, ich komme eh nicht mehr raus. Schade. Schade. Oh, er fährt trotzdem nochmal raus. Sehr gut. Das freut mich jetzt und verbraucht kein Benzin. Also wir sind auch ein bisschen umweltschonend unterwegs. Meine Güte. Hey, der Punkt ist gar nicht da. 7. Warte auf 3 Fahrzeuge, die mir nicht auf der Karte markiert wurden. Okay, gut. Wie auch immer. P2 und 9 ist ordentlich. Und wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass Verstappen das deutlich bessere Auto hat, dann kann man davon ausgehen, dass hier drauf nochmal eine halbe Sekunde drauf zu rechnen ist. Ich bin jetzt auch in den letzten Rennen... Och Gott, bitte nicht. Kein Regen. Es wird trocken. Perfekt, damit man das Setup am Anfang mal testet. Also, ultraweich und Qualifying-Trim. Ultraweich und Qualifying-Trim. So, dann ansonsten, du testest nochmal dein Setup. Kann eigentlich schon fast auf Wets raus, oder? Ja gut, zwischendurch wird es halt wieder trocken. Das ist halt ein bisschen kritisch gerade. Fahren wir auf Inters. Ich glaube, das ist der beste Kompromiss. Und hier, der Abtrieb. Ja, ich schätze mal, der muss irgendwo hier unterm A sein. So, jetzt kommt wieder das Problem, wenn man den Heckflügel ein bisschen auch anpasst, dass dann Geschwindigkeitsbalance und Fahrverhalten, wenn es denn davor schon in Balance war, dass es jetzt so ein bisschen auseinandergerät. Ich hoffe, dass es jetzt immer noch passt. So, dann würde ich sagen, ab zum Qualifying und beide gehen sofort raus. Also... Da ist es auch vollkommen egal, was hier Sache ist mit, hey, die haben Verkehr oder sonst was. Es ist wichtig, dass beide jetzt unfassbar schnell fahren. Damit wir das Setup mal sofort checken können. Sie fahren sowieso gleich wieder in die Box. Aber das Hereinholen, den Befehl gebe ich erst gegen Ende der Einführungsrunde, damit die hier auch ein bisschen Zeit sparen, während sie hier jetzt unterwegs sind. So, ich glaube, ach, das braucht doch ein bisschen, ne? So, jetzt wird es wieder trockener. Gleich fängt es wieder ein bisschen an zu regnen. Und am Ende kommt ein bisschen Bodenhaftung rein. Und einige sind sogar auf Heavyweights unterwegs. Die haben jetzt ordentlich nicht nur Zeit eingebüßt, sondern, ja, gut. Eigentlich so gut wie nur Zeit, aber ist auch egal. Gut, hier bin ich... sehr gut. Hier bin ich jetzt in einen etwas besseren Bereich gekommen. Also, jetzt könnte ich noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger versuchen. Boah, probieren wir es mal so. Und dann fährst du nochmal auf eine Einführungsrunde quasi. Nochmal auf komplett frischen Inters, weil wir haben genug, wir können die verballern, wie wir wollen. Und Liponen hat schon 99%, der braucht nicht mehr rauszugehen.
Und im Moment hat Zoe Sharp die Pole. Schön für sie. Und jetzt sag mir bitte... Jawohl, dass es ein ausgezeichnetes Setup ist. 99%. Das freut mich richtig. So, dann wartet ihr mal, meine Lieben. Vettel, einer der Kandidaten, der auf Wets gefahren ist. Gefällt mir nicht so gut. Sarin, eine Tausendstel hinter Sharp. Wie gesagt, Vettel ist jetzt nicht mein großer Gegner noch, sondern es ist eigentlich nur noch Sharp. Und jetzt warte ich noch gerne. Ja, also 1 Minute 50 maximal brauchst du auf Heavyweights. Also ich tippe mal 2 Minuten vor Schluss müssten wir losfahren. Na, wir könnten einen Ticken früher losfahren, aber ich lasse es lieber. So, ein bisschen zeitversetzt schicke ich die beiden Jungs los. Ultrasofts natürlich. So, Verstappen schicke ich jetzt raus. Bei Lipun beides leider ein bisschen zu kühl. Und jetzt sind alle auf Ultrasofts unterwegs. Chapman setzt schon mal die erste Zeit in den Boden. Zum Beispiel das war eine komische Formulierung. Und Liponen knackt die Bestzeit um 2 Zehntel. Und jetzt schauen wir mal bei Rick de Graaf. Der hat hier keinen Verkehr im Moment. 1 Zehntel Rückstand zu Vettel. Und jetzt hat er doch Verkehr. Gonzales mega langsam unterwegs. 1 Tausendstel vor Vettel. Klappt das hier noch mit der Pole? Es ist die Pole! Es ist die Pole! Unter 1,23 ist er sogar noch gekommen. Und Zoe Sharp fährt hier keine schnelle Runde mehr. Nur auf dem 5. Platz. Und Sebastian Vettel auf P2. Aber der ganz wichtige Kandidat für uns heute hier ist Max Verstappen alias Rick de Graaf, der hier die Pole Position rausfährt. Liponen mit dem 3. Platz. Hammermäßig. Ja, beide super gefahren. Vor allem Liponen hat ja jetzt ein deutlich schwächeres Auto für dieses Rennen, muss man auch dazu sagen. Und der hat trotzdem, vor allem dafür, auch ein mega geiles Ergebnis eingefahren. Also, wow, stark. Ja, hier wird erstmal Mercedes gehatet, selbst wenn sie nicht gewinnen. Selbst wenn sie keine Pole haben. Meine Güte, ich bin echt aufgeregt. So ein bisschen. Gut, schauen wir mal ganz kurz. Es bleibt komplett trocken. ...23 Runden geht das Rennen. Ich schätze mal, mit einer Einstop käme man eventuell auch durch. Ich fahre 2-Stop Ultrasoft jeweils immer. Ich meine, wir haben jetzt schon so eine fette Pace. Da hauen wir auch mal ordentlich einen raus. Let's go! Also, hier haben wir die Startreihen. In der 3. Reihe haben wir dann Sharp und Sarinen direkt dahinter. Raikkonen ist auch ordentlich schnell. Hoffentlich kriegt er da noch eine Position raus.
Ja, der Start ein bisschen unspektakulär. Sharp schon auf P4 und jetzt auf den dritten Platz nach vorne gekommen. Meine Güte, was ist denn da los? Und ganz vorne Rick de Graaf kann sich erstmal hier gegen Sebastian Vettel behaupten. Und da ist einer von Steinmann, das ist Holz, die jetzt auf Platz 2 ist. Und hier hinten Liponen, wieder gegen Sharp gleich. Es geht um die WM, du musst ein bisschen auch Rick de Graaf helfen, mein Lieber. Ah, oh, da kommt Sarinen. Und da ist Sarinen vorbei an Sharp, wie ich es gehofft hatte für den Start. Aber jetzt haben wir Vettel unmittelbar in unserem Nacken. Oh, versucht es hier außen, ist jetzt innen. Und ist vorbei. Schade. Aber ey, Sharp immer noch nur auf P4 jetzt. Da geht noch einiges. So, und die Reifentemperatur, die ist jetzt schon unfassbar hoch. Deswegen fahren wir hier mal konservativ und mittel. Liponen fällt ein bisschen weiter zurück. Jetzt auf den sechsten Platz. Wieder ein bisschen nach vorne gekommen. Gegen Chapman. Und Sebastian Vettel. Dreht da wahrscheinlich wieder einsam seine Runden gleich. Hat aber den vollen Motormodus. Also er würde auch ein bisschen erklären, warum er so schnell ist aktuell. 415 km/h. Meine Güte. So, ansonsten Rick de Graaf. Eine halbe Sekunde nach hinten und da kommt ja auch schon Sharp. Gegen Holz kämpft sie jetzt aktuell noch. Und wie fährt eigentlich Vettel zum Beispiel? Ja, nicht so reifenschonend wie wir, aber auch nicht so reifenzerfressend. 3 bzw. 2% der Unterschied und hier gibt so viele Positionswechsel. Sharp mittlerweile wieder auf P5 zurückgefallen. Chapman unmittelbar im Nacken und dahinter haben wir Liponen. Rick de Graaf wird die ganze Zeit permanent unter Druck gesetzt von Holz. Sarinen kommt natürlich auch gut voran. Ist auch unmittelbar dahinter, genau wie Sharp jetzt wieder. Und ja, diese Stelle, es sieht halt echt 1:1 aus wie Brasilien an einigen Stellen. Sogar die letzten Kurven jetzt. Das Senna S wurde so ein bisschen anders gelöst. Und Liponen verliert jetzt nach vorne hin ein bisschen Zeit. Muss sich gleich gegen Surikov verteidigen. So, mal kurz überlegt. Wir haben jetzt ungefähr 45% Reifen verloren. Und das nach 6 Runden. Sagen wir, die Hälfte davon darf ich noch verlieren. 9 Runden wären wir auf diesem Reifensatz unterwegs. Kann ich auf jeden Fall nochmal pushen. Vor allem, wenn ich jetzt 2-Stop fahren möchte. 1-Stop wäre vielleicht auch ganz klug, aber wir hauen da mal voll rein jetzt mit dem Tempo. 421 km/h. Direkt mal eine Sekunde schneller gefahren. Für Liponen ist das wunderbar. Der kommt jetzt wieder ein bisschen nach vorne. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wie sieht's aus mit der Strategie? Zum einen, komme ich hier durch, wenn ich hier ganz regulär fahre, schaffe ich es definitiv mit einem Stop zum Beispiel und dann jetzt auf Supersofts zu wechseln. Es würde klappen, denn jetzt haben wir gleich 9 Runden abgespult, 14 bleiben dann noch übrig. Das würde ich ganz gerne mit Liponen versuchen und dann auch ein bisschen mit dem Schongang, um zu gucken, wie er sich nach vorne kämpft eventuell dadurch. Bei Verstappen würde ich ganz gerne die Taktik mit dem harten Pushen machen und dadurch würde ich ihn ganz gerne reinschicken und auf 9 Ultrasofts wieder rausholen. Ist auch wieder kurz geräuspert. Der gute Liponen. Okay, Vettel fährt weiter.
Ah, hier wurden Fehler gemacht. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Sind dadurch beide zurückgefallen. Ah, die waren eigentlich weit genug weg, die beiden. Jetzt ist er hinter Bergmann, der hier auf Softs gestartet ist. Mann, was soll das, Leute? Sind doch nicht Red Bull, dass wir den Boxenstopp so vermasseln. Und jetzt haben wir 25 Sekunden Rückstand zu Vettel. Ja, und schaut mal, er ist auch mitten im Verkehr. Das ist halt auch ein Problem. Und Sharp auf P2, das ist... Ah, das ist schrecklich. So, Hamilton überholt. Der erste auf der Liste ist schon mal jetzt weg. Jetzt setz dich bitte nochmal schnell gegen Sarinen durch gleich. Jawohl. 439. Ah gut, damit kann man sehr gut überholen. So, Gonzales. Ah. Ja, die Sponsorenanzeige, die rastet auch aus. Oh, komm schon. Komm schon, P4 ist gleich sowas von drin. Sehr gut. Liponen, überhol mal Lundqvist, bitte. Das dauert alles ein bisschen. Der verliert sogar eine Position gegen Becker. Und Rieck de Graaf jetzt auf dem dritten Platz. Wir müssen aber stark pushen, denn ja, die Strategie, die ich mir überlegt hatte, die war natürlich darauf ausgelegt, dass er jetzt freie Fahrt hatte nach dem ersten Stop. Aber Vettel, ihr seht, der fährt auch dieselbe Strategie und gut, theoretisch funktioniert sie. Praktisch war das einfach blöd von der Boxencrew, dass die einfach so eine mega Panne-Strategie hatten. So, Rieck de Graaf kommt jetzt deutlich näher. Jetzt sind es nicht mal mehr 3 Sekunden. Dann fahr bitte nochmal hier auf den Ultrasofts raus gleich. So, ist jetzt schon mal dran an Sharp. Und jetzt komm schon, bitte nicht 2 Boxenstops, genau, in einem Rennen. Sauber gemacht. 7. Platz und er wird sich hier gut durchsetzen, denke ich mal. Gonzales versucht es hier ohne Boxenstopp, oder wie? Nee, kommt jetzt rein. Liponen mittlerweile wieder in den Punkterängen angekommen. Schließt die Lücke zu Surikov? Fragezeichen. Ja, doch schon so ein bisschen. Vor allem, wenn ich jetzt den Motor hochdrehe, Rieck de Graaf auf den 6. Platz. Und jetzt geht's gegen Chapman und Co. ran. Okay, sehr gut. Hamilton schon mal überholt. Er hat es schon einmal geschafft. Jetzt muss er es nur noch ein zweites Mal hinkriegen. Und ich bin mir sicher, er wird es hinbekommen. Okay, Vettel versucht mit 2-mal Ultrasoft hier komplett durchzufahren. Oder auch nicht. Kommt extrem spät zum Boxenstopp rein. Ah, wenn der erste Stop nicht so misslungen gewesen wäre, dann hätten wir es vielleicht auch in seine Richtung geschafft, in seine Region.
Oh mein Gott, hier habe ich ja viel zu wenig Sprit jetzt dabei. Uiuiui, das war nicht gut. So, Rick de Graaf jetzt volle Attacke gegen Holz. Komm schon, mein Lieber. Ich hoffe, dass ich mit Lipun durchaus noch im Ziel sein werde am Ende. Denn er konnte hier nicht viel Sprit sparen. Verdammt, das war ein Fehler. Und aktuell gewinnt sogar Sharp das Rennen. Komm schon, Sebastian. Das darf doch nicht wahr sein. Sharp gewinnt sogar noch das Rennen und eine Runde mehr. Oder wenn Vettel eine Runde früher reingekommen wäre, dann hätten wir es hier geschafft. Und Liponen ohne Sprit fällt auf den 10. Platz zurück. Holt aber noch ein Pünktchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war kein guter Grand Prix. Und Sharp setzt sich hier leider durch. Sehr, sehr schade. Ja, und ich glaube, naja, zum einen hätte Vettel gewinnen müssen, das Ganze, aber das wird jetzt schwer mit dem Titel. Jetzt ist Sharp wieder ein bisschen deutlicher weg. Außenseiterchancen sind noch gegeben, aber gut, Regelverstoß gab es nur von Chapman, dadurch kommt Lipon auf den 9. Platz nach vorne. Aber natürlich ist das alles nicht in unserem Sinne, wie es jetzt verlaufen ist. 18 Punkte der Rückstand zu Daniel Ricciardo. Und Ricciardo wird wahrscheinlich jetzt doch dann die WM gewinnen. Meine Güte, es zeichnet sich immer mehr ab. So ein bisschen wie in meiner Dings-Saison. F1 2016 Karrieresaison. Wo Ricciardo einfach mega gut ist. So, dann haben wir... Wie sieht es von den Teams her aus? Dann haben wir 70 Punkte Vorsprung, also die Konstrukteurswertung... Haben wir easy peasy. Ansonsten, ja, schauen wir mal. Höchstgeschwindigkeit, Bremsen und Kurven, hohes Tempo. Das ist wichtig. Höchstgeschwindigkeit, Verzögerung und Kurven, hohes Tempo. Gut, 2 von 3 Sachen können wir extrem gut. Eine gar nicht. So, Leute, was machen wir jetzt? Machen wir nochmal einen Heckflügel? Bauen wir nochmal einen Heckflügel oder? Wäre eigentlich ganz gut, oder? Oder ich spare vielleicht noch einen Ticken Geld. Wie viel Kohle kriegt man denn als Erstplatzierter? Na gut, ich glaube, das sieht man nirgends. Oder ich habe es noch nicht gefunden. Wow, super Fahrer. Geübt mit DRS, also immerhin, er kann mit DRS überholen. So, Interview annehmen. Ich habe einen Fehler bei der Strategie gemacht. Der Vorsitzende ist nicht ganz so zufrieden, aber ich bin halt ehrlich. Ja, für Aki war es ein schlechtes Wochenende. Na, war eigentlich nur mein Fehler, also ich hab's ja schon gesagt. Gut, und ansonsten haben wir von den Teilen her für die kommende Saison gute Bremsen, einen guten Motor, guten Frontflügel. Und das war's so ziemlich. Jetzt können wir noch die Aufhängung oder den Heckflügel perfektionieren. Und da die Grundzeit für den Heckflügel deutlich kürzer ist, probiere ich das mal. So, kurvenhohes Tempo plus 50, dauert allerdings noch 2 Tage länger, ist kein Problem. So, hier haben wir wie viel? Plus 25. Ah, ich habe da noch nicht mal die großartige Fähigkeit. Das ist ein kleines Problem, deswegen bauen wir hier weiter. So, hier können wir plus 25 auf Max uns holen. Plus 35, plus 50. Plus 50. Dauert zwar einen Ticken länger, aber nicht schlimm. Ansonsten plus 70 auf maximale Einstellung. Nehmen wir. Und dann können wir noch ein zusätzliches Teil bauen. Ja gut, das Epische braucht man eigentlich nie, aber...
Gut, wir checken das nochmal aus. Erstmal wird hier ordentlich was überwiesen. Und dann, ja, würde ich sagen... Schade, hätte gut laufen können. Ja, checken wir nochmal weiter unsere E-Mails aus, Sponsoren etc. So, was haben wir hier alles? 14., 12. und 11. Deutsche Air. So, das Ding ist, die bieten alle nichts. Eigentlich gar nichts. Das ist total... Das ist sowas von nicht attraktiv, also... Dann nehme ich einfach nur das, weil das läuft genauso lang wie Northern Harbor oder hier. Oder fast so lang. Ein Ticken länger als Squilado Games und das ist eigentlich das beste Angebot. 900.000 pro Rennen mit einem Top 4 Ergebnis, das ist wunderbar. Gab es da noch Ereignisse? Noch eine andere Ereignisse? Nee. Okay, Leute. Dann gibt es hier nochmal den Abschluss zum Fahrerscouting. Oder auch noch nicht. Sondern es geht zum Saisonfinale. Und vielleicht ist es das letzte Rennen mit Windsor Racing dann für erstmal eine etwas längere Zeit. Es geht dann irgendwann auf jeden Fall nochmal weiter, wenn ihr das so votet. Aber ja, ich denke, es ist ein ganz cooles Prinzip, dann einfach nach jeder Saison zu sagen, hey, wir machen hiermit oder damit weiter, weil, weiß nicht, wenn es euch gefällt, dann kann man das ja auch easy peasy so machen. Und ansonsten kann man ja auch die realen Namen tatsächlich, eventuell kann man die Mod auf den Spielstand übertragen oder mehr gesagt den Spielstand auf die Mod übertragen und könnte damit Williams weiterfahren. Wäre ja auch ganz cool. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es da irgendeine Antwort von euch gibt, von jemandem, der es mal ausgetestet hat. Und ansonsten bedanke ich mich herzlich fürs Einschalten. Es ist ein bisschen schade, dass wir es hier heute nicht geschafft haben mit der Fahrerwertung, dass wir da gut nach vorne kommen. Der Boxenstopp hat uns super viel Zeit gekostet. Also wirklich, ich glaube, wir wären da definitiv nochmal an Sharp rangekommen, vielleicht sogar noch vorbeigekommen, wenn ja der Boxenstopp-Fehler nicht da gewesen wäre. Und damit hätte man fast schon ein Rennen gewonnen. Also das ist ja das Ding, was einen dann sehr, sehr ärgert, weil wir hätten 13 Punkte mehr holen können, Sharp 7 Punkte weniger, hätte sie 240 und wir hätten 242. Das ist das Ding. Das ist sehr, sehr schade eigentlich. Naja, wie dem auch sei, solange es nur Rick de Graaf ist und nicht ich, passt es ja. Nee, Quatsch. Man fiebert ja auch mit dem eigenen Team mit, aber es ist halt schon schade. Gut, aber dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder und dann rocken wir nochmal das Saisonfinale. Haben hier ein super schönes Rennen, weil im Moment steht es 58-42%, glaube ich, für die Mod. Und das spricht doch wohl sehr, sehr für die Mod. Ansonsten teilt mir mal mit, falls es dann die Mod wird, die dann von euch gewotet wird. Also, sie ist es, höchstwahrscheinlich. Wollt ihr dann, oder falls es möglich ist, den Spielstand auf den Mod zu übertragen, wollt ihr, dass wir quasi mit derselben Mod weiterfahren? Dieselbe Saison, die wir hier fahren, dass wir die weitermachen? Oder würdet ihr dann eine neue Saison sehen wollen? Ich würde dann wahrscheinlich sauber nehmen und ja, dann würden wir einfach mal sauber auschecken. Auf jeden Fall bedanke ich mich hier vielmals fürs Einschalten. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut gefallen hat. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter ins Saisonfinale. Und dann stürzen wir uns in ein neues Abenteuer. Höchstwahrscheinlich. Haut rein!